Wer waren die großen prähistorischen Raubtiere? Welche Rolle spielten sie in ihren Ökosystemen? Wie haben sie sich weiterentwickelt? Raubtiere waren schon immer eine Quelle der Faszination. Sie erschrecken ebenso, wie sie fesseln. In jedem Ökosystem gibt es ein Raubtier, das an der Spitze der Nahrungskette steht. Soweit sich das Leben zurückverfolgen lässt, sobald es sich anreichern, vermehren und diversifizieren konnte, wurden Raubtiere geboren. Und Alpha-Raubtiere setzten sich an die Spitze dieser Interaktion zwischen den Arten. Du kennst die Alpha-Räuber, die auch als Spitzenprädatoren bezeichnet werden und die über ihr Revier herrschen. Aber kennst du auch diejenigen, die vor Millionen von Jahren auf der Erde lebten? Würdest du dich beim Anblick eines Dimetrodons erschrecken? Wie würdest du auf ein Helikoprion reagieren? Du hast schon vom T-Rex oder vom Spinosaurus gehört, aber was weißt du wirklich über diese gigantischen Raubtiere? Diese außergewöhnlichen Raubtiere verraten uns viel über die Evolution von Lebewesen und ihren Nachkommen. Sie entwickelten außergewöhnliche Fähigkeiten, um an die Spitze der Nahrungskette aufzusteigen und ihr Territorium zu beherrschen. Wärst du bereit, sie zu treffen, um mehr über sie zu erfahren? Liebe Reisende, herzlich willkommen! Heute begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit und folgen den Spuren der unglaublichsten Raubtiere, die die Erde je gesehen hat. Ich lade dich ein, mir auf eine Reise zu folgen, bei der die Nuance zwischen Angst und Faszination fast unmerklich ist. Die Tiere, die uns erwarten, sind majestätisch und beängstigend, gefährlich und fesselnd, monströs und außergewöhnlich. Aber bevor du in ein neues Abenteuer aufbrichst, denke daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und eine gute Reise! Super-Raubtiere sind ebenso majestätisch wie beunruhigend. Aufgrund ihrer Größe, Kraft, Geschwindigkeit und Jagdstrategie stehen sie an der Spitze der Nahrungskette. Wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben, greift fast kein Tier ein Mitglied dieser Art an. Und wenn doch, würden sie den Kampf schnell gewinnen. Sie fürchten nichts und niemanden. Wir nennen sie Alpha-Raubtiere. Wenn wir es bei dieser kurzen Beschreibung belassen, könnten wir zu dem Schluss kommen, dass sie nichts anderes als monströse, blutrünstige, aggressive Bestien sind. Aber im Tierreich und in der Natur im Allgemeinen ist das Gleichgewicht des Lebens viel komplexer, als es der Anschein vermuten lässt. Sie mögen furchterregend sein, aber sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ohne sie wäre der Lebenskreislauf geschwächt und würde im Laufe der Jahre und Jahrhunderte wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Es wäre nichts mehr da. Alles würde zusammenbrechen. Doch welche Folgen könnte das Verschwinden der Spitzenprädatoren einer Umwelt haben? Wäre ihr Verschwinden wirklich so gravierend? Höchstens ein paar mehr Pflanzenfresser und kleine Fleischfresser, aber was soll's. Um die entscheidende Rolle dieser Spitzenprädatoren zu verstehen, müssen wir definieren, was ein Ökosystem ist und was es für die Arten bedeutet, die davon abhängen. Ein Ökosystem ist ein Rahmen, der auf zwei Säulen ruht. Der Rahmen ist die Abgrenzung, das ihm zugewiesene Territorium, zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Die beiden Säulen, auf denen das Ökosystem vollständig ruht, sind das Biotop und die Biozönose. Das Biotop ist eine geografische Umgebung mit spezifischen Merkmalen wie Geologie, Temperatur, Klima und Feuchtigkeit.
Wenn eines dieser Elemente verändert wird, wird das Ökosystem geschwächt. Die Biozönose steht für alle lebenden Arten, die mit diesem Biotop interagieren. Dabei kann es sich um Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen oder sogar Menschen handeln, wenn wir uns auf die heutigen Ökosysteme beziehen. Auch hier ist alles miteinander verbunden. Wenn eines der Elemente, die ein Biotop oder eine Biozönose ausmachen und charakterisieren, verschwindet, bricht alles zusammen. Das eine kann ohne das andere nicht überleben. Wenn eine Art zu invasiv wird, hat sie den Vorrang vor anderen Merkmalen der Biozönose oder des Biotops. Sie schadet ihrer Umwelt. Sie interagiert nicht mehr mit ihrem Ökosystem, sondern dominiert es. Und das verändert alles. Es stört das Gleichgewicht und die Harmonie des gesamten Ökosystems. Alpha-Raubtiere tragen zur Regulierung der von ihnen verzehrten Arten bei, ohne die sie invasiv werden und den Verlust aller anderen von diesem Ökosystem abhängigen Arten verursachen würden. Du warst dir dieser Rolle durch die heutigen Spitzenprädatoren zweifellos schon bewusst. Pflanzenfresser sind oft zahlreicher, kleine Fleischfresser sind weniger zahlreich und große Raubtiere leben im Allgemeinen in geringerer Zahl. Ihre Lebensweise erfordert einen höheren Energiebedarf und ein größeres Territorium, was die Ausbreitung ihrer Population begrenzt. Die gesamte Tiergemeinschaft hängt von diesem Gleichgewicht zwischen den Arten ab. Du solltest aber auch wissen, dass ein Superraubtier, wie alle Raubtiere im Allgemeinen, unabhängig von ihrer Stellung in der Nahrungskette, nicht blindlings jagt. Mit anderen Worten, er wählt seine Beute aus. Im Allgemeinen erbeutet es Tiere, die alt, krank, missgebildet, von Parasiten befallen, schwach oder geschwächt sind. Auf diese Weise wirkt er als gesunder Regulator, wenn man so will. Diese Regulierung fördert und bewahrt die Gesundheit der bejagten Tierpopulationen. Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass die Präsenz einiger dieser großen Raubtiere in der Nahrungskette auch eine wichtige Rolle in der geografischen Landschaft spielt. Wir nennen sie Ingenieurarten. Allein ihre Anwesenheit verändert die Umwelt, in der sie leben. Durch die Regulierung bestimmter Pflanzenfresserarten kann beispielsweise eine üppigere und reichere Vegetation gedeihen, die es anderen Arten ermöglicht, sich zu etablieren. Der Fall Yellowstone in den USA ist ein gutes Beispiel für die positiven Auswirkungen von Spitzenraubtieren. Fast 70 Jahre lang war der Wolf vollständig aus der Landschaft verschwunden. Seitdem sind die Folgen Jahr für Jahr immer dramatischer geworden. Der Elch vermehrte sich. Die Zahl der Individuen explodierte und stieg von 4.000 bis 10.000, je nach Jahr, auf fast 20.000. Sie eroberten ein immer größeres Gebiet und weideten sogar in der Nähe von Flüssen. Diese Art hat sich zum Nachteil der Biber entwickelt, deren Kolonien fast um das Dreifache reduziert wurden. Es gab fast 130 Kolonien und nach 70 Jahren ohne Wölfe waren weniger als 50 übrig. Der Kojote hat seit dem Verschwinden der Wölfe eine zu große Bedeutung erlangt. Er hatte Arten wie die Gabelbockantilope und kleine Nagetiere verbreitet, ohne den Elch regulieren zu können. Doch diese Tiere spielten eine wichtige Rolle in ihrer Umgebung und ernährten auch Raubvögel, die schließlich ebenfalls fast verschwanden. Die Landschaft veränderte sich völlig. Die Böden trockneten aus und selbst die Flora an den Flussufern kämpfte ums Überleben. Ohne die Biber, die als Baumeister fungierten, erhöhten die Flüsse und Bäche ihre Strömung und verursachten Bodenerosion. Viele Fische, Amphibien und Insekten überlebten diese drastischen Veränderungen nicht. Wenn wir so weitermachen, wird es eines Tages in der Region nur noch Elche geben.
Ohne Nahrung und mit einer immer knapper werdenden Vegetation wären auch sie dann dem Tode geweiht. Zwischen 1995 und 1997 kamen 41 Wölfe in den Yellowstone Park. Seitdem hat sich die Population auf 80 bis 100 Individuen innerhalb des Parks gehalten und 400 Individuen haben ihr Territorium in der unmittelbaren Umgebung erweitert. Die positiven Auswirkungen der Anwesenheit des Wolfes wurden in Yellowstone gemessen. Seit seiner Ankunft ist die Elchpopulation stark zurückgegangen und hat Platz für Biber gemacht. Der Kojote, der ohne die Anwesenheit des Wolfs eher gedieh, hat seinen Platz im Ökosystem wieder eingenommen. Die Kojotenpopulation ist zugunsten der von ihnen verzehrten Arten zurückgegangen. Auch Aasfresser und Biber sind zurückgekehrt und bevölkern die Umgebung. Die Flussufer sind begrünt, die Bäche bevölkern sich wieder. Kurzum, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Wenn wir den Räuber-Beute-Zyklus studieren, das heißt die Anzahl der Individuen eines Räubers und die Anzahl der Individuen der Beute, die er verzehrt, wie zum Beispiel Luchs und Hase, erkennen wir diese Harmonie und dieses Gleichgewicht zwischen den Arten. Wenn es viel Beute gibt, nimmt die Zahl der Raubtiere zu. Sobald die Beutepopulation abnimmt, nimmt auch die Zahl der Raubtiere ab. Das Leben hängt von diesem Gleichgewicht zwischen den Arten ab. Biotop und Biozönose sind miteinander verbunden. Das Überleben des gesamten Ökosystems hängt vollständig von der harmonischen Interaktion zwischen diesen beiden Schlüsselelementen ab. Heute ist die Fragilität bestimmter Ökosysteme, die insbesondere auf die globale Erwärmung und menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, zur Herausforderung für unsere Zivilisation geworden. Dies ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Aber in der fernen Vergangenheit der Erdgeschichte kannten andere Ökosysteme ihre eigenen Gefahren, ihre eigene Zerbrechlichkeit und ihre eigenen Herausforderungen. Die Alpha-Raubtiere dieser Ökosysteme waren für ihre Erhaltung und für die Aufrechterhaltung des gleichen Gleichgewichts fair und harmonisch unerlässlich. Im Jahr 2022 entdeckten Wissenschaftler das möglicherweise erste bekannte Raubtier im Tierreich. Es feiert seinen 560 Millionensten Geburtstag und lebte im Ediacaran, der Zeit vor dem Kambrium. Es ist Aurora Lumina Attenborougi. Ich schätze, das ist nicht gerade deine Vorstellung von einem Raubtier. Es hat nicht die körperlichen Merkmale eines gefährlichen, aggressiven Tieres. Dennoch glauben Wissenschaftler, dass es eines der ältesten Raubtiere ist, die dem Menschen bekannt sind. Nach seinen flammenförmigen Tentakeln zu urteilen, ist das Tier wahrscheinlich ein Mitglied der Nesseltierfamilie. Zu dieser Gruppe gehören heute Tiere wie Quallen, Korallen und Seeanemonen. Sie entstanden, als das Leben in den Ozeanen zu explodieren begann. Um zu regulieren und ein anfängliches Gleichgewicht zu schaffen, wurde ein Raubtier benötigt. So konnte der Räuber-Beute-Kreislauf entstehen, der das allererste Ökosystem auf dem Lande förderte und erhielt. Die Raubtiere, die uns erwarten, sind nicht mit Aurora Lumina Attenborougi zu vergleichen. Wenn sich die Tiere am unteren Ende der Kette weiterentwickeln, wie im Falle der Filtrierer, Suspensionsfresser und Pflanzenfresser, so gilt dies auch für die Fisch- und Fleischfresser. Raubtiere passen sich an die Beute an, die sie jagen. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Zeitreise zum allerersten prähistorischen Raubtier in unserer Reihe beginnen. Es lebte in den Meeresgebieten des Kambriums. Wir befinden uns mitten im Ozean, vor über 500 Millionen Jahren.
Wenn wir das Aurora Lumina verlassen und die Raubtiere wechseln, haben wir es wieder mit aquatischen Raubtieren zu tun. Und das aus gutem Grund. Zu dieser Zeit hatte noch kein Tier einen Fuß auf das Land gesetzt. Der Kontinent kannte weder Raubtiere noch Beute. Auch die Vegetation hatte sich diese lebensfeindliche Umgebung noch nicht erobert. An Land ist die Landschaft trostlos. Die Zeit scheint stillzustehen. Kein Leben ist am Horizont zu sehen. Nichts. Nur Felsen, Staub und sengende Hitze. Niemand könnte hier unten überleben. Im Meer jedoch ist alles anders. Wasser ist ein Synonym für Leben. Und nicht umsonst beginnen wir mit dieser Zeit. In dieser Zeit fand ein großes Ereignis statt. Die kambrische Explosion. Ein plötzliches Auftauchen in einem geologischen Zeitrahmen von etwa 10 Millionen Jahren von fast allen heute bekannten großen Organisationsplänen. Sie steckt noch in den Kinderschuhen, aber ihr Reichtum ist bereits weithin sichtbar. Sieh dich um, der Ozean wimmelt von Leben. Dies ist die Heimat der Anomalocaris, dessen Name seltsame Garnele bedeutet. Es ist ein großer mariner Arthropode. Er ist bei weitem nicht so beeindruckend wie der weiße Hai oder der Orca, aber er ist dennoch das kambrische Meeresungeheuer. Unser Anomalocaris ist knapp einen Meter lang. Seine Größe ist zwar beachtlich, aber nicht sein wichtigstes Jagdmittel. Was ihn zum Alpha-Räuber der kambrischen Meere macht, ist sein Maul. Wie du sehen kannst, ist es mit scharfen Knochenplatten ausgestattet, mit denen es seine Beute mit beunruhigender Leichtigkeit zerquetschen kann. Doch bevor wir uns näher mit dem Modus operandi dieses feinen Jägers befassen, sollten wir einen Blick auf sein physisches Porträt werfen. Wie ich bereits sagte, bedeutet Anomalocaris seltsame Garnele. Der Name ist, gelinde gesagt, treffend. Es handelt sich um einen Arthropoden, also ein segmentiertes, wirbelloses Tier. Seine Augen sind stäbchenförmig, wie die vieler heutiger Insekten. Er hat bereits gut entwickelte Augen, obwohl wir uns noch in den Anfängen der biologischen Evolution befinden. Sie sind aus Facetten zusammengesetzt. Außerdem hat es Schwimmbeine. Damit kann sie sich im Wasser fortbewegen. Zu guter Letzt, und das ist vielleicht das Beeindruckendste, hat er nach seinem Maul Greifarme, die mit Stacheln besetzt sind. Diese physische Besonderheit ermöglicht es ihm, seine Beute zu packen und nicht mehr loszulassen. Nachdem wir nun seine attraktivsten körperlichen Merkmale beschrieben haben, ist es an der Zeit, dass du ihn in Aktion siehst. Wenn er in Bewegung ist, dann meist, weil sein Körper vom Hunger getrieben wird. Dann gehen sie auf die Suche nach Beute. Er ist ein wahrer Trilobitenbrecher. Trilobiten gab es im Kambrium in den Ozeanen im Überfluss. Es gab sie in allen Größen. Das Paläozoikum ist das goldene Zeitalter dieser Meerestiere. Die meisten Trilobiten waren nur wenige Zentimeter groß. Einige wenige Arten konnten jedoch 60 bis 70 Zentimeter erreichen. Während des Paläozoikums entwickelten sich über 18.000 Arten. Sie besetzten viele ökologische Nischen, von der Litoralzone bis zur Tiefsee. Die meisten bewegten sich auf dem Meeresboden, andere gruben Gänge, wieder andere schwammen frei in Wassersäulen. Diese in den Meeren und Ozeanen der Welt weit verbreiteten Tiere waren die Hauptnahrungsquelle des Anomalocaris, auch wenn er sich gelegentlich von anderen Meerestieren ernährte. Dank seiner mit Stacheln versehenen Gliedmaßen konnte er einen Trilobiten ergreifen und ihn leicht in sein Maul führen. Dann öffnete er sich wie ein Kameraverschluss und zerquetschte den Trilobiten mit seinen vielen Platten.
Seine Gliedmaßen und sein Maul sind beeindruckende Waffen, aber es ist wichtig, auch seine Augen zu betrachten. Jüngste Entdeckungen haben in der Tat seine große Sehkraft bewiesen. Anomalocaris hatte hochentwickelte Augen. Das Auge ist unser wichtigstes Organ für die Kommunikation mit der Außenwelt und es ist ein komplexes Organ. Bei vielen Raubtieren ist es auch ein Vorteil bei der Jagd. Genau das ist beim Anomalocaris der Fall. Seine Augen sind etwa 2 bis 3 cm groß und haben 16.000 Facetten, die als Ommatidien bezeichnet werden. Dies sind lichtempfindliche Rezeptoren. Viele Insekten haben Facettenaugen, so auch das Anomalocaris. Der Unterschied liegt jedoch in der Anzahl der Facetten. Zum Vergleich: Die Fliege hat 4000 Facetten. Die Libelle hingegen ist ein hervorragender Jäger mit fast 28.000 Facetten. Der Anomalocaris hat mit seinen 16.000 Ommatidien ein außergewöhnliches Sehvermögen, das ihn zu einem ausgezeichneten Jäger macht. Wie wir bereits bei unserer Reise zu den prähistorischen Superraubtieren erwähnt haben, spielten Alpha-Raubtiere eine wesentliche Rolle bei der Regulierung und Evolution der Arten. Wissenschaftlern zufolge könnte das Vorhandensein dieses unübertroffenen Jägers in den Ozeanen der Ursprung der kambrischen Explosion sein. Indem er einen starken Selektionsdruck ausübte, könnte er zur größeren Diversifizierung der Tierarten beigetragen haben. Aber er ist nicht der Einzige, der die Früchte dieser gewaltigen Diversifizierung der Meeresfauna erntet. Ein weiteres großes kambrisches Raubtier ist Hurdia victoria. Wie du sehen wirst, ist sie Anomalocaris sehr ähnlich. Die Untersuchung von mehreren hundert kanadischen Fossilien hat den Forschern eine bessere Vorstellung von Hurdia und seiner Stellung in der Familie der Anomalocaridae gegeben. Tiere, die für ihre relativ große Größe und ihre gut gezahnten Mäuler bekannt sind. Ihre Jagdfähigkeiten brachten ihnen den Spitznamen kambrischer T-Rex ein. Man kann sich vorstellen, wie furchterregend sie gewesen sein müssen. Wie der Anomalocaris trägt der Kopf ein paar kleine, mit Stacheln versehene Gliedmaßen. Dies sind eine Art stachelige Klauen. Das Tier benutzt sie, um seine Beute zum Maul zu führen. Die seitlichen Lappen haben große Kiemen für die Atmung. An der Vorderseite des Kopfes ragt eine hohle, stachelige Schale hervor. Schalen dienen im Allgemeinen der Konservierung und dem Schutz bestimmter Organe. Bei der Hurdia victoria ist dies jedoch nicht der Fall. Daher haben sich Wissenschaftler auf den Weg gemacht, um das Geheimnis dieser berühmten Schale zu lüften und mehr über die Lebensweise des Tieres zu erfahren. Jüngsten Studien zufolge wurden im Inneren der Schale keine Organe gefunden. Dennoch war die Schale für die Hurdia nützlich, denn sie ermöglichte es ihr, sich leichter über Wasser zu halten, indem sie ihren Auftrieb kontrollierte. Dank dieser Fähigkeit konnte er den Meeresboden leichter erkunden und die vielen Beutetiere um ihn herum jagen. Wie der Anomalocaris hatte auch er ein mit Platten bestücktes Maul. Der Hurdia hingegen war mit durchschnittlich 20 cm kleiner. Es hatte auch etwas feinere Gliedmaßen als das Anomalocaris. Das bedeutete, dass sie ihrem räuberischen Gegenstück nicht auf die Zehen trat und sich von kleineren Tieren ernährte. Dennoch war es ein großartiger Jäger und ein Alpha-Raubtier, denn kein anderes Tier jagte es. Während sich die Fauna und Flora im Kambrium explosionsartig entwickelte und immer vielfältiger wurde, blieben die Beutetiere und ihre Raubtiere weitgehend gleich. Diese beiden waren zu dieser Zeit zweifellos die Herrscher der Meere. Aber in ein paar Millionen Jahren
werden andere Raubtiere die Szene betreten. Für dich ist es schon jetzt an der Zeit, sie kennenzulernen und einen Sprung in die Vergangenheit zu machen. Wir begeben uns in das Ordovizium und zum Silur. Einer der frühesten bekannten Eorypteriden, Megalograptus, lebte im oberen Ordovizium. Er wurde im Ordovizium und Silur zusammen mit anderen Tieren derselben Art, wie zum Beispiel Pterygotus, zum Superraubtier der Meere. Verwandte Hufeisenkrebse erschienen etwas später und leben noch immer in den Meeren. Megalograptus und Pterygotus werden oft als Seeskorpione bezeichnet. Sie sind tatsächlich skorpionähnlich. Aber diese Eorypteriden waren viel, viel größer als alle Skorpione, die du je gesehen hast. Der erste, Megalograptus, war 1 Meter lang. Der zweite, Pterygotus, war fast 1,60 Meter lang und die größten Exemplare sogar 1,75 Meter. Auch wenn sie auf den ersten Blick ein wenig beängstigend wirken, kann man beruhigt sein, denn es besteht keinerlei Gefahr, wenn man etwas näher herangeht. Das gibt uns die Möglichkeit, mehr über ihre Morphologie und damit über ihre Jagdmethoden zu erfahren. Ihr Körper ist in 2 Teile gegliedert, den vorderen und den hinteren Teil. Der vordere Teil, das sogenannte Prosoma, besteht aus dem Kopf des Eorypteriden. Sowohl Megalograptus als auch Pterygotus haben am Kopf ein paar Schelisseren, die in der Nähe des Mundes liegen und in 2 Hakenenden sowie Pedipalpen. Ein Pedipalpen ist eine Art flexible Zange. Sie werden zum Fressen benutzt. Der hintere Teil, der auch als Opisthosum bezeichnet wird, besteht aus mehreren Bändern, den Tergiten. Tergite sind die gehärteten, plattenartigen Segmente eines Gliederfüßers. Dieses Merkmal findet sich auch bei anderen Arten. Das Opisthosum, der hintere Teil des Tieres, endet in einer Spitze, dem Telson. Es ist schwer zu sagen, ob das Telson giftig war. Es wurden mehrere Hypothesen aufgestellt. Eine davon besagt, dass es sich um ein Raubtierwerkzeug handelte, ähnlich einem Stachel oder Speer, mit dem die Beute blockiert und dann zum Maul geführt werden konnte, ohne dass ein Gift zum Einsatz kam. Pterygotus war damals der größte aller Eorypteriden, aber auch eine der größten aller bekannten Gliederfüßer. Als Fleischfresser ernährte er sich vom Brontoscorpio, dem ältesten bekannten Skorpion, der im Erwachsenenalter fast 1 Meter maß, und vom Cephalaspis, einem der ersten Agnatenfische, Wirbeltierfische, die noch keine Kiefer hatten. Er hat 4 Beinpaare, um sich fortzubewegen. Ein 5. Paar ist eher eine Art Flosse. Diese ermöglichten ihm das Schwimmen. Wahrscheinlich diente sein Schwanz dazu, schneller zu werden, wenn er sich auf seine Beute stürzen wollte. Dank seiner großen Zangen konnte er Tiere packen und festhalten, um sie an der Flucht zu hindern. Aber dank seines außergewöhnlichen Sehvermögens war er schnell genug, um sicherzustellen, dass dies nur selten geschah. Einigen Analysen zufolge könnte Pterygotus 2 Augenpaare gehabt haben. Die größeren Augen waren facettiert, wie bei einigen Insekten, zum Beispiel Fliegen oder Libellen, aber auch wie beim Anomalocaris, den wir bereits kennengelernt haben. Das andere Augenpaar, das diesmal kleiner war, befand sich in der Mitte des Kopfes. Bei einem so gut entwickelten Sehvermögen muss diese Fähigkeit bei der Jagd von unschätzbarem Wert gewesen sein. Dieses Tier verlässt sich auf sein Sehvermögen. Es nutzt sein Sehvermögen, um sich in der Umgebung von Tieren zurechtzufinden. Nicht alle Seeskorpione waren mit einer so beeindruckenden Größe gesegnet. Sie waren die Freude eines Weichtieres, aber nicht irgendein Weichtier. Dieses Tier gehört zur Klasse der Kopffüßer,
Cephalopoden. Genauer gesagt ist es eine Gattung der Nautiliden. Wenn wir an Mollusken denken, denken wir selten an ein großes Raubtier, das gebe ich zu. Doch dieses Exemplar sieht aus wie ein Riesenkalmar und seine Größe ist eindeutig ein Vorteil bei der Jagd. Schätzungen zufolge ist sein Panzer 6 Meter lang. Dieser riesige Kopffüßer, ein Camaroceras trentonese, ernährte sich von Beutetieren, die seinem Energiebedarf entsprachen. Trilobiten, aber auch bestimmte Seeskorpione, boten ihm erlesene Speisen. Mit seinen Tentakeln konnte er seine Beute ergreifen und sie erst wieder freilassen, wenn sie auf den Grund seines riesigen Mauls gesunken war. Wie du sehen wirst, ist dieser riesige Orthoceron bei weitem nicht der einzige, der solch beeindruckenden Ausmaße annimmt. Obwohl der Meeresboden eine idyllische Landschaft ist, müssen wir uns von diesem Juwel der Ozeane verabschieden. Das Silur neigt sich dem Ende zu und das Devon öffnet uns seine Türen. Du wirst bald feststellen, dass die Spitzenprädatoren ganz anders sind als die, die wir bisher gesehen haben. Sie sind viel größer. Ihre Morphologie und Anatomie sind anders, was es ihnen ermöglicht, ein neues Jagdmodell zu etablieren. Alpha-Raubtiere sind viel gefährlicher und aggressiver. Werfen wir einen Blick auf eines der größten Raubtiere der Devonzeit, den Placoderm Dunkleus teus. Er wird etwa 4 Meter lang und wiegt fast 1 Tonne. Dunkleus teus ist im Vergleich zu früheren Alpha-Raubtieren, die wir auf unserem Weg kennengelernt haben, monströs. Aber die Größe ist nicht seine einzige Besonderheit. Sein Körper ist vollständig mit Knochenplatten bedeckt, die wie ein Panzer wirken und ihn vor allen Gefahren schützen. Es ist ein echter Panzer, der jedes andere Wassertier aufhalten würde. Dieser berühmte Panzer und seine außergewöhnlichen Ausmaße stellen ihn an die Spitze der Nahrungskette. Er ist ein Apex-Raubtier. Seine imposante Größe und sein Gewicht machen ihn zwar nicht zu einem schnellen Fisch im Meer, aber er stand dennoch an der Spitze der Nahrungskette, denn er fürchtete niemanden. Kein Tier konnte seine Panzerung überwinden. Sein Maul ist frei von Zähnen. Ziemlich überraschend für ein großes Raubtier, findest du nicht? Aber ein zahnloses Tier bedeutet nicht, dass es keine zerstörerischen Waffen hat. Es hat jedoch einen sehr effektiven Kiefer. Er öffnet und schließt sich wie ein Meißel, Klinge gegen Klinge, und ist sehr scharf. Dunkleus teus ernähren sich von allen Schalentieren, die zu dieser Zeit im Meer leben. Dank ihres Kiefers können sie Muscheln mühelos zerkleinern und Kopffüßer mit unvergleichlicher Leichtigkeit verzehren. Wenn ihre Kiefer aus messerscharfen Knochenplatten nicht ausreichen, nutzen sie die enorme Druckkraft, die ihre Mäuler auf ihre Beute ausüben können. Jetzt schauen wir uns ein anderes Tier an, ebenfalls ein Fisch, dessen Kraft ebenso erstaunlich ist. Hier haben wir einen Stetacanthus productus. Wegen seiner bürstenähnlichen Rückenflosse trägt er den Spitznamen Amboss-Hai. Bevor wir über seine Jagdqualitäten sprechen, wollen wir zunächst erklären, wie er sich verteidigt. Dank seiner Eigenschaften wagt es kein anderes Raubtier, ihn anzugreifen. Stetacanthus ist eine Gattung der primitiven Holocephalus. Er war einer der allerersten Knorpelfische, die auf der Erde auftauchten. Schnell eroberte er sowohl die Salz- als auch die Süßgewässer unseres Planeten. An der Oberseite seines Schädels kannst du zahlreiche Hautzähne erkennen. Diese dienen der Abwehr von Raubtieren, die einen ungleichen Kampf riskiert hätten.
Außerdem hat er Brustpeitschen an der Basis seiner Brustflossen. Auch dies sind gewaltige Verteidigungswaffen, die er ohne zu zögern einsetzen würde, wenn es nötig wäre. Dank seiner Größe und Kraft kann er es mit großen Tieren aufnehmen. Früher ernährte er sich von primitiven Amphibien. Mit der Zeit entstand eine neue Art, das Agmonistion zangerli. Sein Nachfahre lebte im Karbon und ernährte sich, wie sein Vorgänger, von primitiven Amphibien. Er jagte auch ein Tier, dessen Klassifizierung den Wissenschaftlern immer noch ein Rätsel ist, das irgendwo zwischen Fischen und Tetrapoden liegt, den Crassigyrinus scoticus. Jeder dieser Alpha-Räuber ernährt sich von einer bestimmten Art. Sie konkurrieren also nicht wirklich miteinander und sie jagen sich auch nicht gegenseitig. Sie herrschen über alle Gewässer der Welt. Dieser Agmonistion gibt uns die Gelegenheit, über das Karbon zu sprechen. Was hältst du davon, wenn wir uns gleich dorthin begeben? Andere, ebenso interessante Tiere warten dort bereits auf uns. Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto mehr Raubtiere finden wir. Sie folgen der Kurve der biologischen Evolution und der Diversifizierung der Arten, für die sie maßgeblich verantwortlich sind. Dank ihrer regulierenden Tätigkeit bereichern sie die Artenvielfalt an Land und im Meer und erhalten sie aufrecht. Ihre Morphologie, ihre körperlichen Fähigkeiten und ihre Jagdmethoden sind an die Arten angepasst, die sie jagen. Bislang waren ihre Beutetiere eher klein oder mittelgroß, wie Trilobiten, Kopffüßer und kleine Fische. Die Zeiten ändern sich und viele neue Arten sind aufgetaucht. Die Alpha-Raubtiere haben ihre Entwicklung an die ihrer Beute angepasst. Du wirst bald feststellen, dass diese prähistorischen Raubtiere umso spektakulärer werden, je weiter wir in der Zeit zurückgehen. Eine weitere bemerkenswerte Veränderung ist der Ort, an dem sie leben. Bis vor kurzem waren Raubtiere auf den Lebensraum Wasser beschränkt, aber das ist nicht mehr der Fall. Raubtiere ernähren sich von Tieren, sie leben also überall dort, wo es Leben gibt. Im Laufe der letzten Millionen Jahre ist es den Raubtieren gelungen, sich auch auf dem Kontinent zu etablieren. So war es nur natürlich, dass auch auf dem Festland ein Alpha-Raubtier herrschen sollte. Was uns jetzt erwartet, ist faszinierend, aber auch furchterregend. Der erste von ihnen ist erschreckend. Das ist das Helicoprion. Ich brauche dir nicht zu sagen, was an ihm so besonders ist. Wie du sehen kannst, ist sein kreisförmiger, sägeähnlicher Unterkiefer ziemlich unglaublich. Außergewöhnlich sogar. Man könnte meinen, er käme direkt aus einer Science-Fiction-Geschichte. Und doch, das Helicoprion hat tatsächlich existiert. Es war sogar eines der furchterregendsten Meeresraubtiere seiner Zeit. Für uns Menschen war er lange Zeit ein Rätsel. Es ist schwierig, die Realität wahrzunehmen, eine allgemeine Wahrheit zu schaffen, Fakten zu bestätigen, die so lange zurückliegen und von denen es nur wenige Spuren gibt, auf die man sich stützen kann. Eines ist sicher: Der Helicoprion ist ein Knorpelfisch. Und genau aus diesem Grund ist die Erstellung eines möglichst realitätsnahen Porträts eine heikle Angelegenheit. Anders als Skelettknochen versteinert Knorpel nicht. Du musst also die wenigen Anhaltspunkte, die in den Überresten der Vergangenheit vorhanden sind, aufgreifen und dann interpretieren. Die ersten Beobachtungen und Interpretationen auf der Grundlage der Fossilien von Helicoprion, von denen nur das Spiralgebiss den Zahn der Zeit überstanden hat, waren lange Zeit Gegenstand von Diskussionen.
Die Wissenschaftler stellten sich diese kreisförmige, sägeähnliche Struktur, eine Art Greifzahnorgan am Unterkiefer, dann am Oberkiefer und etwas später an der Rückenflosse und sogar an der Schwanzflosse vor. Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass diese ungewöhnliche Verzahnung nach den neuesten technologisch gestützten Forschungen am Unterkiefer zu finden ist. Die Beobachtungen und Interpretationen der Wissenschaftler gehen sogar noch weiter und beschreiben, dass es die gesamte Länge des Unterkiefers einnimmt, ohne hervorzustehen. Ihren Forschungen zufolge wäre eine frontale und äußere Position, wie sie in den ersten Beschreibungen angedeutet wird, ein Hindernis für das Tier gewesen. Der Wasserwiderstand wäre zu groß gewesen, als dass es so viele Jahre hätte überleben und die Ozeane erobern können. Dieser fast 10 Meter lange Meeresriese hatte keine Fressfeinde. Er stand an der Spitze der Nahrungskette und ernährte sich, je nach Hypothese, von Fischen oder Ammoniten. Auch hier ist die Zeit nicht auf unserer Seite. Zumindest im Moment ist es schwer zu sagen, ob eine der beiden Ernährungsweisen plausibler ist als die andere. Wenn er sich tatsächlich von Ammoniten ernährt hat, dann hat er die Kreissäge als Dosenöffner benutzt. Eine Maschine zum Sprengen von Muscheln und zum Zerquetschen dieser muschelförmigen Tiere. Die Zähne sind in der Tat perfekt für diese Art von Übung geeignet. Es ist auch möglich, dass das Helicoprion eine andere Jagdmethode anwandte und auf Fischschwärme lauerte. Dann stürzte es sich auf sie und öffnete sein Maul weit. In diesem Fall diente die Kreissäge als rotierender Spieß, auf dem die Fische nacheinander aufgespießt und immer weiter in das Maul des Hais gezogen wurden. Der Tod ist schnell und schmerzlos. Die Fische werden abgetrennt und dann in wenigen Handvoll Sekunden nach hinten gezogen. Wir müssen dieses Wasserphänomen mit seinen sägeähnlichen Kiefern verlassen, um unseren nächsten Termin wahrzunehmen. Die Metrodon wartet auf uns. Der Dimetrodon ist außergewöhnlich groß. Die größten ausgewachsenen Tiere können bis zu 4 Meter lang und bis zu 6 Meter hoch werden. Er wiegt bis zu 250 Kilogramm. Trotz des äußeren Anscheins handelte sich bei diesem Dimetrodon nicht um einen Dinosaurier, sondern um ein Reptil aus der Familie der Therapsiden. Wir befinden uns im Perm und denke daran, dass die Dinosaurier erst Millionen von Jahren später auftauchen werden. Nun zurück zu Dimetrodon. Diese Art wird oft erwähnt, wenn es um prähistorische Tiere geht. Sein markanter Rückenschleier ist zweifellos ein Faktor. Aber nicht wegen dieses Merkmals, das für die Temperaturregulierung sehr nützlich war, wollen wir ihn jetzt untersuchen, sondern wegen seiner Stellung in der Nahrungskette. Wie du vielleicht schon erraten hast, brauchen wir die Spannung nicht länger hinauszuzögern, denn das ist das Thema dieses Videos. Er steht an der Spitze der Nahrungskette und gehört zu den Alpha-Räubern. Sein Gebiss wird das Thema unserer neuen Studie sein. Sein Name bedeutet 2 Größen von Zähnen. Das gibt dir einen kleinen Hinweis auf die Evolution dieser Art. Die Zähne auf seinem Schädel gehören nämlich zu 2 verschiedenen Reihen. Damit ist er der Vorläufer der 4 Arten von Säugetierzähnen. Ein oder 2 Paare von kaninenähnlichen Zähnen finden sich bei verwandten Mitgliedern dieser Familie. Außerdem besitzt er eine Art Schneidezahn. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal seines Gebisses sind die Zacken auf fast allen seinen Zähnen. Sie sind so fein, dass sie fast wie Risse wirken. Sie machen die Zähne viel schärfer und ermöglichen es ihnen, das Fleisch ihrer Beute zu durchschneiden. Wenn sich ihr Gebiss angepasst hat, dann um eine neue Art von Beute anzugreifen. Die Zahl der Tetrapoden und Amphibien explodierte in dieser Zeit und schon seit geraumer Zeit.
Man brauchte einen Gegenspieler, der mit diesen neuen Tieren mithalten konnte. Um diese Armada von Jägern zu vervollständigen, besaß Dimetrodon auch ein Riechepithel in seiner Nasenhöhle, das heißt eine Gewebeschicht, die Gerüche wahrnimmt. Wahrscheinlich konnte Dimetrodon diesen sensorischen Vorteil nutzen, um seine Beute aufzuspüren und aufzustöbern. Er ernährt sich hauptsächlich an Flussufern und in seichten Gewässern auf der Suche nach Amphibien, aber auch nach kleinen Fischen. Obwohl der Dimetrodon zweifellos terrestrisch lebte, war er noch nicht vollständig an das Laufen angepasst. Er bewegte sich mehr, als dass er ging. Ein anderes Superraubtier, der Lycaenops, verbrauchte viel weniger Energie, um sich fortzubewegen, und bewegte sich mit größerer Leichtigkeit. Sein Name suggeriert wahrscheinlich ein wolfsähnliches Aussehen, und du hast recht, darauf anzuspielen. In der Tat bedeutet sein Name Wolfsgesicht, und sein Körperbau weist einige lupinenartige Züge auf. Wie der Dimetrodon hat auch er ein differenziertes Gebiss, aber sein beeindruckendstes Merkmal ist sein enormer, säbelförmiger Eckzahn. Er deutet darauf hin, was für ein unerbittliches Raubtier er war. Dieser gorgonopsianische Therapside bewegte sich auf allen Vieren fort. Im Gegensatz zu dem Tier, das wir vorhin gesehen haben, stehen Ober- und Unterschenkelknochen praktisch senkrecht. Mit anderen Worten, er geht. Aber das ist noch nicht alles. Lycaenops hat auch eine größere, effizientere Muskulatur. Diese Muskulatur in Verbindung mit den langen Beinen, die nicht an der Seite, sondern an der Unterseite des Körpers liegen, ermöglicht ihm auch das Laufen. Schnelligkeit war daher vielleicht einer seiner besten Jagdvorteile. Mit einer Länge von nur einem Meter war er nicht sehr groß. Im Vergleich zu anderen Pflanzen- und Fleischfressern der gleichen Zeit war er also klein. Allerdings konnte er schneller laufen und hatte mehr Ausdauer. Seine beeindruckenden Eckzähne versprachen eine schnelle, effiziente Tötung, die nichts dem Zufall überließ. Das brachte ihn in eine Position der Stärke. Jäger, aber nie gejagt. An Land und im Meer wachen Alpha-Raubtiere über das Gleichgewicht des Lebenszyklus. Sie mögen furchterregend, aggressiv und sogar barbarisch sein, aber sie sind es bei weitem nicht so wie die nächsten auf unserer Liste. Komm mit mir, wir treffen uns in Trias. Wir hätten uns keinen besseren Einstieg in den Jura wünschen können, als dieses Treffen mit dem Gott der Meere. Er ist außergewöhnlich. Trotz seines Aussehens als Seeungeheuer zieht er die Menschen in seinen Bann und fasziniert sie. Dieses Meeresreptil ist ein Fischfresser, das heißt, es ernährt sich von Fischen. Seine enorme Flügelspannweite lässt dich erahnen, wie groß die Beute ist, von der er sich ernährt. Wie bereits erwähnt, passen sich Raubtiere an die Beute an, von der sie sich ernähren. Ihre regulierende Rolle ist von wesentlicher Bedeutung. Die biologische Evolution erleichtert die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts. Wir leben in einem Zeitalter außerordentlich großer Tiere. Raubtiere sind daher auch sehr imposante Tiere, die der Größe ihrer Mahlzeit gerecht werden. Der Liopleurodon ist zweifellos der fortschrittlichste der Pliosaurier. Er ist furchterregend und sehr schnell. Er ist eines der größten Raubtiere der Jurazeit. Er kann weite Strecken zurücklegen, indem er sich mit seinen kräftigen Vorderflossen durch das Wasser bewegt. Seine Größe, die ursprünglich auf 25 Meter geschätzt wurde, ist in den letzten Jahren nach unten korrigiert worden. Der Fund eines vollständigen Skeletts eines prähistorischen Tieres ist nahezu einmalig. Nach Millionen von Jahren sind nur noch winzige Spuren von ihnen übrig. Kostbare, unbezahlbare Schätze.
aber diese Zeugen einer vergangenen Epoche sind viel zu klein, um mit Sicherheit ein völlig realistisches Porträt zu erstellen. Wie wir bereits gesehen haben, müssen wir uns, wenn wir uns auf die Suche nach Antworten über die ferne Vergangenheit machen, auf die wenigen gefundenen Elemente verlassen, sie interpretieren und versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dank der heutigen Techniken können viele Rätsel gelöst werden, aber Fehler sind immer möglich. Da der Kopf überproportional groß war, haben die Wissenschaftler schnell auf einen ebenso imposanten Körper geschlossen. Körper und Kopf sind im Allgemeinen proportional. Das ist in der Tat bei einer großen Anzahl von Arten der Fall, aber nicht bei den Pliosauriern. Das macht ihn aber nicht weniger gigantisch. Vor deinen Augen bewegt sich ein über 7 Meter langes Tier mit einer schaurigen Leichtigkeit. Seine Haltung im Wasser und seine schwungvollen Bewegungen sind beeindruckend. Es sieht aus, als ob er auf dem offenen Meer fliegen könnte. Seine Raubtierinstinkte sind geweckt und mit einem Schwung seiner Flossen bewegt er sich durch den Ozean und erreicht eine Geschwindigkeit, die weit über sein Gewicht und seine Größe hinausgeht. Er wird oft fälschlicherweise als Dinosaurier eingestuft, ist aber in Wirklichkeit ein Meeresreptil. Manchmal wird er auch mit Plesiosauriern verwechselt, die einen für ihre Art charakteristischen langen Hals haben. Pliosaurier oder Pliosauroide sind Reptilien mit massiveren Köpfen. Mit seinem massiven Schädel gehört unser Meeresexemplar zu den Pliosauriern. In der Tat ist Liopliorodon das perfekte Beispiel für einen Pliosaurier. Ein langer, abgeflachter Schädel, ein relativ kurzer Hals und lange Flossen, die an einem dicken Rumpf befestigt sind und in einem kleinen Schwanz enden. Die Zähne des Tieres sind messerscharf und damit verheerend scharf. Sie sind auch sehr lang und machen einem Dinosaurier Konkurrenz, den du gut kennst, dem T-Rex. Mit solchen Zähnen und einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen war Liopliorodon der Herrscher der Meere. Er überließ nichts dem Zufall. Als er starb, brach das Chaos aus. Er war wild und gefährlich und hatte einen unersättlichen Appetit. Was meinst du, wie es diesem außergewöhnlichen Raubtier gelang, seine Beute aufzuscheuchen? Seine Größe war bei der Jagd sowohl ein Vorteil als auch ein Hindernis. Die Fische konnten ihn schon von Weitem kommen sehen und flüchteten, um sich zu schützen. Du musst dir seine Schnauze ansehen, um die Antwort zu finden. Die vorderen Nasenlöcher verleihen ihm einen extrem ausgeprägten Geruchssinn, der es ihm ermöglicht, seine Beute über große Entfernungen zu orten. Zu diesem Zweck leitet er Wasser durch seine Nasenlöcher, um die chemischen Sekrete der umliegenden Tiere aufzuspüren. Wenn er einen verlockenden Geruch wahrnimmt, stürzt er sich mit seinen paddelartigen Flossen auf seine Beute. Sie treiben ihn buchstäblich durch das Wasser. Wenn die Jagd es erfordert, kann er auch mit Höchstgeschwindigkeit laufen. Es gibt noch etwas, was du über dieses emblematische Tier der Jurameere wissen solltest. Und das hängt wieder einmal eng mit seinen Nasenlöchern zusammen. Ich spreche von seinem Atmungssystem. Obwohl er ein Wassertier war, konnte er nicht unter Wasser atmen. Wie einige Meerestiere, vor allem der dir bekannte Delfin, musste er an die Oberfläche kommen, um Sauerstoff zu tanken, bevor er wieder auf den Meeresboden tauchen konnte. Liopliorodon mag seine glorreichen Momente gehabt haben, aber nichts in der Natur ist unveränderlich. Das Leben entwickelt sich, und das gilt auch für die Position eines jeden in diesem Kreislauf. Trotz seiner Jagdfähigkeiten gelang es den Mosasauriern, einer neuen Art großer Reptilien, das Liopliorodon während der Kreidezeit zu verdrängen. Wir werden später auf unserer Reise Gelegenheit haben, ihnen zu begegnen.
Bevor wir in diese neue Kreidezeit eintauchen, haben wir noch viele andere Spitzenraubtierarten zu beobachten. Machen wir uns wieder auf den Weg. Wir haben eine Verabredung mit dem Nächsten auf unserer Liste. Darf ich vorstellen? Notosaurus. Er hatte einen schlanken Körper, einen verlängerten Hals und Schwanz und lange Gliedmaßen. Er war zwar kein so guter Schwimmer wie die Pliosaurier und Plesiosaurier, konnte sich aber im Wasser gut genug fortbewegen, um seine Beute aufzuspüren und seinen Energiebedarf zu decken. Die biologische Evolution ermöglichte es ihm, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Sein Gaumen war geschlossen und trennte den Nasengang von der Mundhöhle. Diese Anpassung erleichterte die Nahrungsaufnahme, auch wenn das Tier unter Wasser war. Sein Schädel war lang und abgeflacht und wies große Öffnungen auf. Dies ermöglichte es ihm, große Beutetiere zu verschlucken. Sein Kiefer war mit scharfen, ineinandergreifenden Zähnen besetzt. Kein Tier konnte entkommen. Beim Schwimmen benutzte Notosaurus seinen Schwanz, um sich fortzubewegen, und seine mit Schwimmhäuten versehenen Füße, um zu lenken und sich im Wasser zu stabilisieren. Er bewegte sich, indem er seinen Körper wogte und seine Gliedmaßen bewegte. Er jagte, indem er sich langsam auf seine Beute zubewegte und dann auf den letzten Metern stark beschleunigte, um seinen Kopf durch Fischschwärme zu schleudern und seine Beute zu fangen. Obwohl er wild im Wasser jagte, war er kein reines Wassertier. Wir könnten ihn mit den heutigen Robben vergleichen. Notosaurus sind sehr gute Jäger im Meer, aber sie kehren regelmäßig an die Küste zurück, um sich auszuruhen, sich zu paaren und ihre Eier zu legen. Ein anderes Tier der gleichen Gattung lebte in sumpfigen Regionen. Das ist der Ticinosuchus. Er sieht einem Krokodil sehr ähnlich. Er war 1 Meter hoch und etwa 3 Meter lang. Seine Gliedmaßen befanden sich direkt unter seinem Körper, fast senkrecht. Er ging also auf allen Vieren. Aber dieser Vierbeiner war im Gegensatz zu anderen aus derselben Zeit ziemlich schnell. Er hat ein komplexes Sprunggelenk und eine Art Ferse. Letzteres ist ein wichtiges Merkmal. Eine Sehne an der Ferse ist nämlich mit der Wade verbunden und das macht den entscheidenden Unterschied. Sie erhöht die Hebelwirkung und erleichtert so die Bewegung. Er kann nicht nur mit Leichtigkeit an Land gehen, sondern auch laufen. Das ist ein großer Vorteil, wenn es darum geht, neue Beute zu überraschen und zu jagen. Sein Körper ist sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung gerüstet. Er hat nichts von Tieren zu befürchten, die mit demselben Ökosystem interagieren wie er selbst. Er wurde mit einer wirksamen Schutzpanzerung ausgestattet. Sein gesamter Körper, einschließlich seines Bauches, war mit dicken Knochenplatten, den sogenannten Kufen, bedeckt. Sie bildeten eine regelrechte Rüstung. Lass uns unsere Reise mit den Phytosauriern fortsetzen. Auch sie haben uns viel zu lehren. Phytosaurier ähneln in ihrer Silhouette Krokodilen. Trotz dieses täuschenden Aussehens sind sie keine Krokodile. Ihre Nasenlöcher befinden sich zum Beispiel nicht an der Spitze der Schnauze, sondern weiter oben vor den Augen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, ihre Anwesenheit zu verbergen. Sie konnten atmen, während sie fast untergetaucht waren, sodass nur noch das Nasenloch und die Spitze des Schädels aus dem Wasser ragten. Es gibt 2 Hauptarten von Phytosauriern. Sie lassen sich anhand ihres Kiefers unterscheiden. Zum einen gab es solche mit langen, schmalen Kiefern, die mit konischen Zähnen besetzt waren. Diese waren scharf und ineinander verzahnt, um Fische fest zu greifen.
Diese Zahnordnung findet man häufig bei Unterwasserraubtieren. Dafür gibt es einen Grund. Sie können einen Fisch fangen und ihn festhalten, während sie das Wasser aus den Mundwinkeln herausspülen, bevor sie ihn verschlucken. Die andere Gruppe umfasst Phytosaurier mit kurzen, breiten und sehr kräftigen Kiefern. Die vorderen Zähne sind fangähnlich und die hinteren Zähne mit Klingen versehen. Die fangähnlichen Zähne ragen aus dem Maul heraus, während die hinteren Zähne gebogen sind. Dank dieses Kiefers und seines räuberischen Körperbaus war dieser Phytosaurier in der Lage, große, landbewohnende Tetrapoden anzugreifen, wenn diese zum Trinken an die Wasserstelle kamen, ähnlich wie die heutigen Krokodile. Nach diesen frühen Begegnungen könnte man meinen, dass die größten Raubtiere der damaligen Zeit zwangsläufig das Aussehen eines Krokodils hatten. Nein! Der nächste auf der Liste sieht nicht wie ein Krokodil aus. Aber ich kann dir versichern, dass er genauso furchteinflößend ist wie die anderen. Das hier ist eines der wildesten Raubtiere, die die Erde je gesehen hat. Alles an ihm strahlt Gewalt und Barbarei aus. Er ist mit den besten Jagdwaffen ausgestattet. Sein Körper ist voluminös. Er ist etwa 9 bis 10 Meter lang, fast 3 Meter hoch und wiegt nicht weniger als 2 Tonnen. Seine schiere Masse ist furchterregend genug, um selbst die rücksichtslosesten Dinosaurier abzuschrecken. Seine Knochen sind schwer und stark. Seine Beine sind lang und seine Vorderbeine kürzer. Er bewegt sich sicher auf seinen Hinterbeinen allein. Sein langer, von links nach rechts gewellter Schwanz wirkt wie ein Pendel und hilft ihm, bei seinen Bewegungen das Gleichgewicht zu halten. Seine gut entwickelte Muskulatur und seine Gelenke ermöglichen es ihm, im Vergleich zu anderen Dinosauriern der gleichen Epoche, recht schnell zu sein. Versteinerte Fußabdrücke bestätigen diese Hypothese. Wir haben es also mit einem schnellen Raubtier zu tun. Seine Vorder- und Hinterbeine sind mit scharfen Krallen ausgestattet. Sie zögern nicht, diese zu benutzen, um das Fleisch ihrer Beute zu zerfleischen und schwere Verletzungen zu verursachen. Als ob diese Klauen nicht schon genug für den Megalosaurus wären, sind sie nicht seine einzigen Waffen. Seine kräftigen Kiefer sind mit großen, rasiermesserscharfen, gebogenen Zähnen bestückt. Sie sind echte Halsabschneider. Er kann seine Beute mit unglaublicher Gewalt aufschlitzen, zerreißen und verschlingen. Er ist so furchterregend, dass er von nichts zurückschreckt. Er zittert nicht und läuft nicht weg. Er greift sogar große Sauropoden an. Der Megalosaurus war ein gefährlicher und furchterregender Fleischfresser. Wie du siehst, greift er einen Bontrius spondylus an. Zum Leidwesen des Bontrius spondylus geht er bald vom Leben in den Tod über. Diese Szene führt uns aus dem Jura in die Kreidezeit. Dies ist zweifellos die Epoche, die die schrecklichsten Raubtiere aller Zeiten hervorgebracht hat. Ich hoffe, du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Diese Tiere sind gefährlich, aggressiv und gewalttätig. Nach ihrem Durchzug ist die Landschaft ein Synonym für Chaos. Es bleibt nichts übrig als der Geruch von Angst und der beißende Geruch von Blut. Die größten Raubtiere aller Zeiten waren zweifelsohne Carcharodontosaurus, Giganotosaurus, T-Rex und Spinosaurus. Spinosaurus scheint der imposanteste von allen zu sein. Carcharodontosaurus übertrifft selbst Giganotosaurus und T-Rex. Lernen wir jeden von ihnen kennen und erfahren wir mehr über ihre Arten. Wie haben sie es an die Spitze der Nahrungskette geschafft? Was waren ihre Jagdfähigkeiten?
Was machte sie zu Spitzenräubern? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Triff sie und studiere sie aus der Nähe. Schneller, größer, aber weniger intelligent als der T-Rex machte sich der Giganotosaurus in der Kreidezeit einen Namen. Er wog rund 10 Tonnen und war fast 15 Meter lang. Es gibt Spekulationen, dass diese Riesenechse es mit den riesigen Pflanzenfressern wie dem Argentinosaurus aufgenommen haben könnte. Tatsächlich wurden Knochen dieses Mastodons in der Nähe von Giganotosaurus gefunden. Eine Raubtier-Beute-Beziehung ist daher plausibel. Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass ein nur 10 Tonnen schweres Tier, so wild und mächtig es auch sein mag, es mit den 80 Tonnen dieses gigantischen Pflanzenfressers aufnehmen kann. Eine Möglichkeit, die diese Raubtier-Beute-Beziehung erklären und bestätigen könnte, wäre ein Rudeljagdstil. Giganotosaurus bildete wahrscheinlich sehr kleine Gruppen, die auf 2 oder 3 Individuen beschränkt waren und sich nur zur Jagd versammelten. Dies ist eines der ersten Tiere auf unserer Liste, die sich bei der Jagd auf die Kraft und Effizienz der Gruppe verlässt. Andere, ebenso gefährliche Tiere, jagten allein. Aber sie waren deshalb nicht weniger furchterregend. Darf ich vorstellen? Der Carcharodontosaurus. Er ist mit einer phänomenalen Kraft ausgestattet. Nach neuesten Schätzungen misst er zwischen 12 und 13 Metern und wiegt zwischen 6 und 8 Tonnen. Seine überproportionale Größe und Kraft machen ihn zu einem hervorragenden Jäger und einem souveränen Raubtier in seinem Reich. Allein sein Oberschenkelknochen misst 1,26 Meter. Kannst du dir das vorstellen? Nur ein Teil seines Beins war so groß wie ein 8-jähriges Kind. Er jagte eine Vielzahl von Arten, sogar große Pflanzenfresser, ohne Furcht. Er war so gefürchtet, dass er sogar Beute stahl, die von anderen Raubtieren frisch erlegt worden war. Keiner von ihnen hätte einen Kampf riskiert, um sich sein Eigentum zurückzuholen. Allein seine Körperhaltung und sein Charisma versetzten jedes Landtier, das seinen Weg kreuzte, in Angst und Schrecken, selbst aus der Ferne. Sein unersättlicher Appetit, sein aggressives Wesen und seine Gefährlichkeit waren allen bekannt. Seht euch sein Maul an. Es ist gigantisch. Es ist 1,60 Meter lang, die durchschnittliche Größe eines 14-jährigen Teenagers. Aber es ist auch und vor allem eine furchtbare Waffe. Seine Zähne sind rasiermesserscharf. Angesichts der Größe ihres Schädels kannst du dir vorstellen, dass auch ihre Zähne sehr lang sind, über 15 cm. Jeder seiner Zähne ist fast so groß wie eine menschliche Hand. Sieh dir deine an. Stell dir Dutzende so langer, felsenfester und axtscharfer Zähne vor. Kein Tier könnte sich dem Biss eines Carcharodontosaurus widersetzen. Trotz seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten musste er im Laufe der Zeit einem anderen Alpha-Raubtier weichen, das zweifellos intelligenter und besser an seine Umgebung angepasst war: dem Tyrannosaurus Rex. Wusstest du, dass die ersten Tyrannosaurier, die vor etwa 140 Millionen Jahren auftauchten, kaum größer als ein Mensch waren? Das war der Fall bei Nanoxaurus hocklundi. Aber gegen Ende der Kreidezeit, 10 Millionen Jahre später, begannen sie sich zu den Tieren zu entwickeln, die dem T-Rex ähneln, den du kennst. Er ist zweifelsohne einer der bekanntesten Dinosaurier. Wenn wir an die Zeit der Dinosaurier denken, kommt uns oft sein Name in den Sinn. Er ist auch für seine Grausamkeit bekannt. Seine Aggressivität, seine Gewalttätigkeit und sein unersättlicher Raubtierinstinkt haben ihm den Namen
König der Tyrannenreptilien, eingebracht. Er konnte leicht 12 bis 14 Meter lang und 5 bis 6 Meter hoch werden und ein Gewicht von fast 7 Tonnen erreichen. Wie die vorhergehenden Dinosaurier, die wir untersucht haben, hatte er einen großen Schädel, der bis zu 1,50 Meter lang war. Bewaffnet mit etwa 60 Zähnen, 10 bis 15 cm lang, einige bis zu 18 cm, perfekt geschliffen und säbelscharf, hätte sein Maul problemlos einen ganzen Menschen verschlucken können. Sie waren immer wirksam und nutzten sich kaum ab. Alle 2 bis 6 Jahre entsprang eine neue Armee messerscharfer Zähne aus seinem Maul. Einige Paläontologen glauben auch, dass die ungewöhnlich großen Schädelflächen hinter den Augen des Tyrannosauriers extrem kräftige Kaumuskeln beherbergt haben müssen. Neben seinen Zähnen und kräftigen Kiefern hatte der Tyrannosaurus noch viele andere Vorzüge, die ihn ganz oben auf das Podium der größten Raubtiere der Welt stellten. Er hatte ein stereoskopisches Sehvermögen. Mit anderen Worten, er hat ein Reliefsehen und einen sehr guten Entfernungssinn. Jedes seiner Augen liefert ein klares Bild in einem bestimmten Blickwinkel. Zusammengenommen und überlagert ergeben diese Bilder die nötige Tiefe, um Entfernungen wahrzunehmen. Dies ermöglichte es ihm auch, die kleinsten Bewegungen mit einem ziemlich großen Sichtfeld zu registrieren. Für ein Raubtier ist diese Art von Sehvermögen ein kostbares Gut, wenn du deine Beute nicht verpassen willst. Der T-Rex war außerdem robust und ausdauernd. Einen ganzen Tag lang mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 Kilometern zu laufen, hat ihn nicht erschreckt. Sein Körper trug ihn dorthin, wohin sein Geruchssinn ihn führte. Er konnte auch schnell sein, wenn sich die Gelegenheit bot, etwa bei einer Jagd. Der Tyrannosaurus konnte eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern erreichen, bei einer Schrittlänge von etwa 3,75 Meter. Dieser Dinosaurier ist ein emblematisches Tier der Kreidezeit. Seine räuberischen Eigenschaften sind unbestreitbar. Das hat ihn auch so berühmt gemacht. Er ist 6 Meter hoch, bis zu 18 Meter lang und wiegt fast 11 Tonnen. Ein echtes Ungeheuer. Ein Titan aus der Kreidezeit. Vom Aussehen her könnte man ihn als riesige Schopfechse bezeichnen. Das Erste, was an diesem Dinosaurier auffällt, ist seine Größe, die weit über der des Tyrannosaurus liegt, der in seiner Klasse zum Maßstab geworden ist. Aber das ist noch nicht alles. Ein langer Kiefer und ein Heer feiner, rasiermesserscharfer Zähne lassen keinen Zweifel an seiner Ernährung aufkommen. In seinem Bauch haben Wissenschaftler Fischschuppen, sowie die Schuppen anderer Tiere, insbesondere von Landtieren, gefunden. Der Reiz dieses einzigartigen Dinosauriers liegt in der Art seiner Fortbewegung, in der Umgebung, in der er lebt, und in der Zweideutigkeit seiner Ernährung und seiner Jagdgewohnheiten. Spinosaurus ist zweifellos ein Landtier, aber er ist auch ein Unterwassertier. Dies ist eines der Merkmale, die Dinosaurierliebhaber faszinieren. Der untere Teil seines Kiefers gab bereits einige Hinweise auf seine gemischte Lebensweise. Dieses Landtier ernährt sich von Fischen. Aber es waren seine Knochen, insbesondere sein Oberschenkelknochen, die ein weiteres Licht auf das Rätsel warfen. Im Verhältnis ist der Oberschenkelknochen von Spinosaurus viel kürzer als der seiner terrestrischen Tetrapoden-Zeitgenossen. Ein weiteres wichtiges anatomisches Merkmal ist die Form seiner Füße. Die Knochen seiner Füße waren flach und die Krallen seiner Zehen waren ziemlich groß. Darauf lässt sich schließen, dass er sich zwar an Land fortbewegen konnte, dies aber einen hohen Energieaufwand erforderte. Damit ein solches Alpha-Raubtier sich selbst erhalten und Beute jagen konnte, konnte es sich solche Schwierigkeiten bei seinen Bewegungen nicht leisten.
Das beweist, dass er nicht ständig auf dem Festland lebte, sondern dass er manchmal ins Wasser ging, zumindest um zu fressen. Die Beschaffenheit seiner Knochen bestätigt diese Hypothese. Die Knochen von Landraubtieren, wie dem bereits erwähnten T-Rex, sind länger, leichter und bestehen aus Hohlräumen. Diese Merkmale erleichterten das Gehen an Land. Spinosaurus hingegen hat massive Knochen, die eher an bestimmte Meerestiere erinnern. Diese hohe Knochendichte in den Gliedmaßen hätte es diesem Dinosaurier ermöglicht, unter Wasser zu bleiben, anstatt zu schwimmen. Dies deutet wiederum auf ein Tier hin, das sich im Wasser bewegen konnte. Da sich die Nasenlöcher idealerweise oben am Kopf befinden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, könnte es sich um einen Schwimmer handeln. Doch trotz seiner unbestrittenen Schwimmfähigkeit scheinen die in seinem Bauch gefundenen Überreste von Landtieren auch von der opportunistischen Seite des Dinosauriers zu zeugen. Einige moderne Tiere sind es auch, wie der Grizzlybär. Er ist ein hervorragender Angler und Fisch ist nach wie vor seine Lieblingsspeise. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt oder die Fischerei nicht gut ist, lässt er sich leicht von anderen Beutetieren verführen. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass Spinosaurus in diese Kategorie der opportunistischen Tiere fällt. Er war sowohl im Wasser als auch an Land zu Hause und war einer der größten Landraubtiere aller Zeiten. Er steht stolz auf dem Podium der erfolgreichsten und furchterregendsten Alpha-Raubtiere der Welt. Zuvor haben wir einen Pliosaurier getroffen. Diesmal haben wir auf unserer Reise die Gelegenheit, einen Plesiosaurier zu studieren. Du kannst dir selbst ein Bild von den großen Unterschieden zwischen diesen beiden Familien machen. Um den Plesiosaurier ranken sich viele Legenden, wie die von Loch Ness, und er hat auch große Namen in der Literatur inspiriert, wie zum Beispiel Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Aber so faszinierend diese Legenden auch sind, wir werden ihn hier nicht wegen seiner Berühmtheit untersuchen, sondern wegen seiner Fähigkeiten als Spitzenraubtier. Der Plesiosaurus Hydroterosaurus alexandrae misst etwa 8 Meter. Er fischt mit seinem unverhältnismäßig langen 6 Meter Hals. Sein Hals misst fast 2/3 seines Körpers. Er hat nicht weniger als 60 Wirbel. Sein Kopf ist im Verhältnis zu seinem Hals sehr klein und misst nur 30 cm. Aber das hindert ihn nicht daran, Ammoniten, Belemniten, Fische und sogar Meeresreptilien zu verschlingen. Die Fossilien dieses Meeresungeheuers wurden übrigens von Annie Montag Alexander entdeckt. Der Dinosaurier wurde ihr zu Ehren benannt. Das Meeresreptil, das wir gleich sehen werden, ist erschreckend, sowohl wegen seiner kolossalen Ausmaße als auch wegen seiner ungewöhnlichen Raubtierfähigkeiten. Der Thylosaurus war der größte von allen. Dieser Mosasaurier muss fast 18 Meter lang gewesen sein und wog bis zu 15 Tonnen. 15 Tonnen furchterregende Gefahr. Sein großer Kopf erinnert an ein Krokodil, allerdings an ein Krokodil von überdimensionaler Größe. Der Körper hingegen ist eine geschickte Mischung aus Schlange und Fisch. Trotz dieser außergewöhnlichen Dimensionen bewegt sich Mastodon mit großer Leichtigkeit. Es ist mit kräftigen Flossen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, nach Belieben zu lenken, aber auch schnell genug zu sein, um sein Ziel nie zu verfehlen. Auch wenn dir bei der bloßen Vorstellung, wie er sein Maul öffnet, das Blut in den Adern gefriert, musst du dir unbedingt seine Zähne genauer ansehen. Sie sind zahlreich und rasiermesserscharf. Wie du sehen kannst, hat er auch noch ein zweites Gebiss im oberen Gaumen. Ist die Beute erst einmal verschluckt, hat sie keine Chance mehr zu entkommen.
Er könnte es mit jeder Wassertierart aufnehmen, die seinen Weg kreuzt. Nichts konnte ihm entkommen. Er konnte seine Beute in Sekundenschnelle ausweiden. Fische, Tintenfische, Plesiosaurier wie der Elasmosaurus, Pterosaurier, Meeresschildkröten und sogar andere Mosasaurier waren alle in seiner Reichweite, wenn man seinem Revierdenken Glauben schenken durfte. Außerdem benutzte er seine lange Schnauze, um seine Beute zu schlagen und zu betäuben. Allein sein Schädel konnte 1,20 Meter erreichen. Sieh dir an, wie leicht dieser Mosasaurus Thylosaurus einem Pteranodon erbeutet. Er scheint aus dem Nichts aufzutauchen. Er schafft es, sich aus dem Wasser zu katapultieren und macht kurzen Prozess mit dem Vogel. Er herrschte über die Ozeane und dezimierte selbst die größten Haie seiner Zeit. Er verbreitete Schrecken, wo immer er auftauchte. Bei aller Gewalttätigkeit, zu der er in Anbetracht der Größe der damals lebenden Tiere fähig war, wären ohne einen Alpha-Räuber dieser Größe die Regulierung und die Artenvielfalt der Meeresbewohner gefährdet gewesen. Er spielte während seiner gesamten Lebenszeit eine wichtige Rolle in den Ozeanen, bis er, wie viele seiner Zeitgenossen, nach der Kreidekrise verschwand. Wenn Meteoriten und Vulkane schreckliche Auswirkungen auf die Erde haben, werden sie auch die Meeresumwelt ernsthaft erschüttern. Erdbeben, Tsunamis, Hitzewellen und plötzliche Temperaturabfälle haben das Biotop verändert, von dem wir zu Beginn unserer Reise sprachen. Wie du jetzt weißt, sind Biotop und Biozönose eng miteinander verbunden. Damit ein Ökosystem überleben kann, muss das fragile Gleichgewicht zwischen dem einen und dem anderen aufrechterhalten werden. Die damaligen Aktivitäten an Land haben dieses Gleichgewicht gestört. Erst das Biotop, dann die Biozönose litten unter den dramatischen Folgen dieser Umwälzungen. Zunächst setzten Vulkanausbrüche in den sibirischen Traps große Mengen an Kohlendioxid frei, die zweifellos zur Versauerung des Wassers in den Ozeanen, Flüssen und kleinen Bächen führten. Die Veränderung des pH-Werts führte zum Absterben der empfindlichsten Arten wie Muschelplankton und Ammoniten. Der Verlust dieser Tiere wirkte sich dann auf den Rest der Nahrungskette aus. Ein neues Massenaussterben zeichnete sich am Horizont ab. Aber es war der Fall des berühmten Meteoriten einige tausend Jahre später, der vielen Arten den Todesstoß versetzte. Es war der Domino-Effekt in großem Ausmaß. Viele Tiere starben aus und prägten für immer die Geschichte des Lebens. Dennoch verschwanden einige dieser Tiere nicht völlig vom Erdboden. Noch heute sind Schildkröten und Krokodile wertvolle Zeugen dieser stürmischen Vergangenheit.